Ein Hoch auf die Frau der Stunde. Was habe ich geleistet? Es heißt, Sie hätten diese Verräterin Sloane Kelly getötet. Ich wollte nur meinen Dank zum Ausdruck bringen. Auf einen Mord sollte man niemals stolz sein. Für mich gibt's da Ausnahmen. Diese Frau hat die Initiative hintergangen und viele mussten dafür einen hohen Preis bezahlen. Sie hat bekommen, was sie verdient hat. Und damit sage ich an dieser Stelle Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Mass Effect Andromeda, wo wir auf unserer Heimatbasis Nexus zurückgekehrt sind, um die restlichen noch offenstehenden Quests hier abzuarbeiten. Im Jahre 2157 stießen menschliche Entdecker zufällig auf ein galaktisches Portal, woraufhin es zur ersten Begegnung mit den Turianern kam. Feindseligkeiten brachen aus, doch die Regierung der Milchstraße, die Citadel, intervenierte umgehend. Sie vermittelte eine Waffenruhe zwischen Turianern und Menschen. Die gegenseitige Ablehnung schwand. Und nach wenigen Jahrzehnten waren die beiden Spezies Verbündete. Diese Entwicklung zeigt, dass die Völker der Milchstraße daran glauben, dass selbst für einen vermeintlich unversöhnlichen Streit eine friedliche Lösung gefunden werden kann. Was ist mit dem Ton nicht richtig? Jedes Mal hier in diesem komischen Museum. Wie gehen Ihre kulturellen Studien voran, Joe? Oh Gott! Haben Sie schon den Echo-Hamlet gelesen? Ja. Und ich halte ihn für deutlich besser als das Ausgangsmaterial. Was war das? Wussten Sie eigentlich, dass Peebys Vater ein Elkor war? Was hat das gerade mit seinem Hals gemacht? Vor allem habe ich das Gefühl, wir sind hier mitten im Exorzisten. Das ist unheimlich. Keine Angara, die sich mit uns unterhalten wollen. Okay, dann ziehen wir halt einfach weiter. Ich hätte ja gedacht, dass wir vielleicht irgendwie... ...mit dem Botschafter nochmal sprechen können oder irgendwie sowas in der Art. Wer redet denn da? Das ist die hier hinten? Nee, auch nicht. Komisch, seltsam und merkwürdig. Die Behörden warnen vor dem Verzehr einer von Habitat-Sicherheit. Unsere neuen Nachbarn. Das sind gestohlene Vorräte. Ich werde den Dockverwalter informieren. Welcher Idiot stellt das denn hier einfach mitten in den Weg, wo jeder Hinz und Kunz vorbeiläuft und das bemerken könnte? Das enthaltene Saatgut wurde nicht verarbeitet, sondern als Gefahrenmüll markiert und war zur Entsorgung durch ein Shuttle in den Orbit eines hiesigen Sterns vorgesehen. Das scheint ein Fehler gewesen zu sein, denn das Saatgut ist einwandfrei und ungefährlich. Ja, ein Fehler, genau. Sollen wir nicht auch neue Zutaten fürs Vortex? War da nicht was? Ach da. Ja, was gibt's denn? Oh Gott, versuch bitte nicht zu tanzen. Schießen Sie los. Sie waren auf Kadera. Sie haben die Exilanten dort gesehen. Sie gehörten früher zu uns. Freunde, Familie, Kollegen. Viele von uns machen sich Sorgen um sie. Wir hören, dass dort Chaos herrscht. Jeder gegen jeden. Das Leben dort ist hart. Sie müssen sich vorsehen und alles tun, was nötig ist, um zu überleben. Das ist beängstigend. Trotz der Vorfälle liegt mir immer noch etwas an Ihnen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ob das ein Fehler war, so offen und direkt mit ihm umgegangen zu sein? Ich weiß es nicht. Die
Flagge von Dithea. Gut sehen sie aus. Für dich, Nexus. Interessant. Danke, Pathfinder. Bitteschön. Heute Abend sind die Drinks besonders prickelnd. Oh, Liam ist ja hier. Ryder? Liam? Dutch? Na, ich gehe ja schon. Ja, so kann man auch dafür sorgen, dass die Gäste sich wirklich willkommen fühlen in deinem Etablissement. Okay, haben wir irgendwas hier vor Ort noch, was wir abhandeln müssen? Knights EMP-Gerät muss hier irgendwo sein. Aber wahrscheinlich auf der oberen Etage. Also gehen wir mal wieder hoch und gucken da. Wir sollen das Ganze ja auch möglichst unauffällig regeln, ne? Aber anscheinend ist das Gerät doch irgendwo unter uns. Aber wenn wir jetzt hier hinten bei den Privatquartieren sind, dann können wir auch gleich mal ins Benders Quartier einbrechen und diesen... Sam, ist jemand in der Nähe? Negativ, Pathfinder. In der Umgebung halten sich keinerlei Personen auf. Scrambler suchen hier. Um endlich zu beweisen, dass der dämliche Blödmann mit den Exilanten zusammenarbeitet. Es gibt in ihrer Nähe einen blinden Fleck, Pathfinder. Was meinst du? Moment. Ist das das, wofür ich es halte? Den Inventarlisten zufolge ist dieses Schiffsmodell vor 6 Monaten aus den Beständen verschwunden. Werden Sie die Box zurücklegen, Pathfinder? Nein. Wer es findet, darf behalten. So, was haben wir hier? Sehr geehrter Direktor Tan. Ich ersuche mit diesem Schreiben um eine offizielle Überprüfung der Eignung von Nagmor Cash als Nexus-Stationsleiterin. Die Kroganer haben in der Tat dabei geholfen, die Meuterei jener niederzuschlagen, die wir heute Exilanten nennen. Doch angesichts ihres Verhaltens während des Aufstands und ihrer Entscheidung, die Nexus zu verlassen, nachdem ihre Forderung nach mehr Mitspracherecht zurückgewiesen wurde, liegt es auf der Hand, dass bei Cash und ihrem derzeitigen Posten ein Interessenkonflikt vorliegt. Ich verstehe, dass es politisch von Vorteil sein könnte, einen Kroganer im Team zu halten, wenn auch eher wegen der Optik und weniger wegen der Diplomatie, aber dass einer von ihnen die Macht der Stationsleitung erhält, ist in Anbetracht der negativen Meinung der anderen Kroganer über uns ein Spiel mit dem Feuer. Als erfahrener Diener des Volkes bin ich der Ansicht, dass Cash an eine Stelle versetzt werden sollte, wo sie weniger Schaden anrichten kann. Vielleicht ins Archiv. Hochachtungsvoll, William Spender, stellvertretender Direktor der Kolonialverwaltung und mieses Arschloch. Was liegt hier? Nexus-Bericht über kroganische Kolonie. Name der Kolonie Neu-Tuchanka. Auf Eladen. Geschätzte Population 700 plus. Etwa 1200 Kroganer sind nach Andromeda gekommen. Wichtige Personen: Nagmor Morda, die Anführerin, Jorgal Strux, ganz richtig geiler Name und potenzieller Agitator, Nagmor Drak, freier Mitarbeiter der Initiative, Großvater von Nagmor Cash. Entschuldigung. Nach kroganischen Maßstäben gedeiht die Kolonie prächtig. Sie lagern Wasser und können sich selbst versorgen. Sie haben Zeit für Unterhaltungsangebote. Es gibt eine Kampfgrube, eine Destillerie, sogar ein Gewächshaus, wo sie versuchen, Pflanzen zur langfristigen Ernährung der Kolonie anzubauen. Leiter dieses Projektes ist ein Botaniker namens Warren. Die Kroganer haben ihre Kolonie in die Seite eines Kraters gebaut. Einige Baumaterialien stammen offensichtlich von der Nexus. Andere wurden vor Ort beschafft. Die Anlage ist schwer bewacht und wer kein Kroganer ist, erhält nur unter Schwierigkeiten Zutritt. Ja, da müssen wir ja auch noch hindern, ne? Cash, ich bin mir nicht sicher, inwieweit wir hier etwas tun können.
Wir haben die Systeme vorerst stabilisiert. Aber wir werden die Energie bald umleiten müssen. Ansonsten könnten wir einige Stase-Kapseln verlieren. Und wie hat Cash darauf reagiert? Der Scanner wird durch Interferenzen blockiert. Sie werden bei der Durchsuchung dieses Quartiers auf einfachere Mittel zurückgreifen müssen. Das ist natürlich etwas unschön, aber mein Gott, da mache ich das halt. Erstmal ins Terminal. Antwort auf Rat für künftigen Anführer der Gemeinschaft an Sal Taylor von William Spender. Hallo Sal. Es freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich an mich zu wenden. Ich habe schon immer gerne junge Kolonisten unterstützt, die sich für eine Zukunft in der Politik interessieren. Mein Rat ist derselbe, den ich von meinem Vater erhalten habe, kurz bevor ich nach Andromeda aufgebrochen bin. Hilf immer dem kleinen Mann, aber hilf auch dem, der diesen kleinen Mann mit seinem Stiefel am Boden hält. Um dahin zu kommen, wo ich heute bin, müssen Sie versuchen, jedem gerecht zu werden. Dadurch haben Sie stets jemanden, der zu Ihnen hält. William Spender, stellvertretender Direktor der Kolonialverwaltung. Luftfilter. An William Spender von Nakmore Cash. Hallo Spender. Dell Jason hat mir berichtet, dass Sie Ihr Ersuchen um vorschriftsmäßig funktionierende Luftfilter abgewiesen haben. Ist Ihnen klar, wie wichtig es ist, dass unsere Leute gesund und damit arbeitsfähig bleiben? Ich verstehe Ihre Blockadehaltung in dieser Sache nicht. Wenn das so weitergeht, muss ich mit Addison über Ihr Verhalten sprechen. Es tut mir leid, aber langsam wird es lächerlich, Cash. Und die entsprechende Antwort von Foster Addison. Bill, kommen Sie zu mir, wir müssen reden. Und Datenspur an verborgener Empfänger von William Spender. Hallo A. Für jemanden, der so paranoid ist wie Sie, ist der E-Mail-Betreff Datenspur und die Unterschrift mit Ihrem Klarnamen mehr als merkwürdig. Warum nicht gleich Beweise? Natürlich habe ich Belege für unsere Abmachung. Schließlich gehören Sie zu den Exilanten, oder nicht? Ich brauche doch ein Druckmittel, sollten Sie irgendwann beschließen, sich gegen mich zu wenden. Niemand findet irgendwas. Ich bezweifle sogar, dass irgendjemand danach sucht. Es. Diese letzte Nachricht, die würde ich ganz gerne schon mal speichern. So, was haben wir hier? Das Datenpad ist passwortgeschützt. Soll ich eine Entschlüsselungsroutine anwenden? Jetzt nicht, nein. Nein, ich glaube nicht, dass eine solche Verletzung seiner Privatsphäre gerechtfertigt wäre. Ganz wie Sie meinen. Das können wir immer noch machen dann. Gucken wir erstmal weiter. Meeting-Notizen für Direktor Ten. Die Technikabteilung hat erneut Ressourcen angefordert, die wir nicht haben. Es geht insbesondere um Reparaturen an nicht essentiellen Systemen. Ich zweifle inzwischen an Cashs Fähigkeit, die richtigen Prioritäten zu setzen. Meine Güte, ist der von sich eingenommen. So, die Bücher verstecken wahrscheinlich den Scrambler. Was haben wir hier? Vorräte bereit zur Lieferung. 2 Kisten mit medizinischen Vorräten, 5 Verpflegungskisten, Landkarte, 2 Spielzeugpistolen, Vermessungskamera, 6 Batteriezellen, 2000 Credits. Da habe ich aber wesentlich mehr auf meinem Konto. Bauteile für ein Atemgerät, Energiezellen, Trockennahrung? Ich habe die Beschriftungen gescannt. Viele dieser Kisten wurden als gestohlen gemeldet. Das ist überaus interessant. So machen Sie Karriere und der Weg zu einer schnellen Beförderung. Dann kann's ja nur das hier sein. Sie sollten vielleicht unter oder hinter den Möbeln nachsehen, Pathfinder. Unter oder hinter den Möbeln? Ja gut, dann springen wir mal ein bisschen durch die Gegend hier. Da ist er ja. Was haben wir denn hier? Wunderbar. Was ist das? Ich kann es nicht scannen, Pathfinder. Es blockiert mich, ähnlich wie ein Scrambler. Das klingt nach einer Aufgabe für einen Kommunikationsexperten.
Jetzt interessiert mich aber doch, was auf diesem Audiolog ist. Sorry. Das Datenpad ist passwortgeschützt. Soll ich eine Entschlüsselungsroutine anwenden? Ja, ich denke, es ist das Risiko wert. Tu es. Ich habe jetzt Zugriff auf die Audiologs. Spiel das erste Log ab. Ten versteht sich inzwischen ein bisschen zu gut mit Vetras Ersatz. Ich sollte etwas dagegen unternehmen. Spiel das zweite ab. Ich muss Addison daran erinnern, dass sämtliche Kroganer abgehauen sind. Es ist gut, wenn sie unzufrieden ist. Lass mich mal das dritte hören. Ich muss mich von diesem Kerl fernhalten, der die erste Kolonie leitet. Wenn er auf die Idee kommt, ich würde Addison hintergehen, könnte er zu einem echten Problem werden. Wir müssen diesen Kerl unbedingt aufhalten. Danke, Sam. Das könnte noch spannend werden hier, diese ganze Spender-Geschichte. Gut, jetzt suchen wir erstmal das EMP-Gerät hier bei den Hydrokulturen, weil das ist mit der wichtigste Teil der ganzen Station. Wenn der ausfällt, sind wir echt am Arsch. Das muss ja irgendwo unter uns sein. Dafür bin ich in die Schule gegangen. Danke. Irgendwo hier unten. Wahrscheinlich auch schon ein bisschen abseits, ne? In Richtung Vortex, echt? Nein, hier wird das Signal auch wieder schwächer. Da! Ah ja. Ein EMP-Gerät mit angaranischen Komponenten. Verdammtes Miststück! Sie haben mich hintergangen! Knight? Ja, ich bin's. Ich habe sie zu meinem Sohn gelassen. Sie werden diese Sache nicht verhindern. Dämliche Truller, ey. Meine Fresse. So, aber hier sieht erstmal ganz gut aus eigentlich. Keine weiteren Quests irgendeiner Art. Dann ziehen wir weiter. Wir haben schließlich noch viel zu tun hier an diesem Ort. Wir müssen ein paar Attentate verhindern und ähnliches. Ich muss sagen, dafür, dass im Vorfeld hieß... Ah, ich fahre erstmal zur Kommandozentrale, na egal. Dafür, dass es im Vorfeld hieß, Mass Effect Andromeda, total scheiße, da wird es keine neuen Mass Effect Titel mehr geben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so schlimm finde ich es eigentlich gar nicht. Es ist halt so ein typisches BioWare Open World Rollenspiel, ne? Es ist, ja, die folgen halt auch ihrer Formel, genau wie Dingens mit Ubisoft, mit Assassin's Creed und Watch Dogs und ähnlichem. Eine Formel entwickelt, die so halbwegs funktioniert und dabei bleibt es jetzt einfach. Ist natürlich auf Dauer sehr unbefriedigend, das kann ich schon verstehen, aber als allererstes machen wir das EMP-Gerät-Ding fest hier. Es tut mir leid, Lerner. Wir versuchen nur, unsere Moral zu stärken. Alle Logistik-Updates müssen innerhalb der nächsten... Ausschalten. Ryder, bitte! Die Nexus braucht diese Computer nicht. Aber wir sind erst vor einem weiteren Overlord sicher, wenn sie weg sind. Das können Sie nicht wissen. Doch, das kann ich. Ich habe alles geopfert, um das Projekt aufzuhalten. Als nächstes hatten wir doch hier Vetras kleine Schwester, die hat er doch irgendwas entdeckt. Können wir uns unterhalten, Ryder? Gut, dass Sie hier sind, Ryder. Ich habe etwas entdeckt, während ich für die Nexus die Kommunikation überwacht habe. Es gab mehrere Angriffe irgendwelcher Leute, die drei Säbel genannt werden. Sie greifen Außenposten und Versorgungsschiffe an. Das wirklich Beunruhigende ist aber, dass Sie offenbar über unsere Operationen Bescheid wissen. Als würde sie jemand mit Informationen versorgen. Soll das heißen, sie haben einen Insider?
Vielleicht. Und das wäre ziemlich übel, oder? Ich habe es gemeldet und sie sagen auch, sie würden dem nachgehen. Doch dann vergessen sie es wieder. Aber sie sind der Pathfinder. Wenn jemand die Nexus verrät, müssen sie etwas dagegen unternehmen. Du hast recht. Wenn diese Leute wirklich von unseren Operationen wissen, wäre das ein ernstes Problem. Ich sollte dem nachgehen. Danke. Ich wusste, auf sie ist Verlass. Sie sind echt der beste Pathfinder aller Zeiten. Ich weiß nicht, wo sie sich verstecken, aber ich habe die Nachpunkte ihrer letzten Überfälle. Vielleicht können sie ja mit den Scannern der Tempest rausfinden, wohin sie sich danach zurückgezogen haben. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, die Spur führt nach Kadera oder nach Eladen. Aber es ist, wie gesagt, das wäre geraten. Und hier wartet auch eine neue Quest auf uns. Ich weiß nicht, es ist alles so verschwommen. Anscheinend wurden die Akten vertauscht und sie haben die falschen Antistase-Medikamente erhalten. Sie lösen bei manchen Leuten psychotische Schübe aus. Sie hatten wirklich Pech. Heißt das, ich kann gehen? Nicht so schnell, Kumpel. Erst muss sich jemand von der Krankenstation mit Ihnen unterhalten. Ja. Ja, das ist vermutlich ganz sinnvoll. Okay, aber die neue Quest, die ist da oben irgendwo. Direkt hier unten ist nichts weiter, ja? Oh. Erledigen Sie das und lassen Sie Apex-Teamleiter bitte melden. Sorge sein. Kendros? Wir suchen immer noch nach Knight. Bitte beschaffen Sie diese Geräte. So schnell wie möglich. Bis bald, Kendros. Die Pflicht ruft. Was ich jetzt meine natürlich auch, nicht verstehe, ist, warum Knight die Geräte noch nicht gezündet hat. Hey Ryder, hätten Sie mal kurz Zeit? Ja? Lieutenant Sajax, richtig? Genau. Ich stelle gerade Apex-Teams zum Schutz der Leute und Aktivposten zusammen, die sie da draußen zum Einsatz bringen. Wir wissen nicht wirklich, was uns erwartet und könnten von ihren Erfahrungen profitieren. Ich lasse Sam unsere Erkenntnisse über die Cat, die Relikte und die Gruppierung von Gesetzlosen, denen wir begegnet sind, sofort hochladen. Danke. Sie werden sehen, Apex wird etwas bewirken. Warum führe ich mit dir immer wieder das gleiche Gespräch? Das ist, wir brauchen die Bilder der Panzerungskamera. Ehrlich gesagt, leicht irritierend. So, hier haben wir sogar zwei neue Quests. An die Wartungscrews, bitte melden Sie sich im Eine Delegation der Angara ist auf den Nexus eingetroffen. Einmal von Wilma. Pathfinder Rider! Was ist los? Warum flüstern Sie? Wer ist Wilma? Ich plane eine Überraschung für Stationsleiterin Cash. Sie beschwert sich ständig, dass unser Spirituosenangebot so harmlos ist. Kadera Port soll berühmt sein für seine bizarren Eigengebräue. Es heißt, sie würden ordentlich reinhauen. Es wäre schön, wenn sie einige davon mitbringen könnten. Und zu niemandem ein Wort. Sie wissen schon, dass Krogana ein besonders gutes Gehör haben, oder? Was? Scheiße! Ups. Hoffentlich finden sie was. Und kein Wort zu niemandem. Bier von den Schwarzmarkthändlern in Kadera Port besorgen. Dass wir ständig von A nach B über Y und Z fliegen. Das ist, ich meine, wir machen ja was und es geht ja auch weiter, aber trotzdem hat man irgendwie ständig das Gefühl, es geht nicht so richtig vorwärts, oder? Das ist alles, was wir hier tun können. Sorg du einfach dafür, dass dem Pathfinder nichts passiert und die Cat beschäftigt sind. Und pass da draußen gut auf dich auf. Ich hab nur einen von deiner Sorte. Cash? Pathfinder? Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis bald. Schade, dass ich mit Cash nicht über die Spender-Geschichte sprechen kann. Dann halt nicht. So, wer will denn hier auf der anderen Seite was von uns? Ach, irgendwo im Büro da hinten. Dann gucken wir erstmal hier weiter. Wie hier ist auch eins.
Jo, da ist es ja. Okay, das wäre das. Ryder, wir haben Knight umstellt, aber sie hat das letzte dieser Geräte bei sich. Verdammt. Ein Scharfschütze steht bereit, aber sie will mit ihnen reden. Wir könnten die Sache friedlich beenden. Alle Logistik wo? Innerhalb der nächsten Stunde erfolgt. Hallo, wo? Auf jeden Fall wohl irgendwo anders, wa? Gut. In dem Fall kümmere ich mich erst nochmal um ein paar andere Sachen. Pathfinder, was kann ich für Sie tun? Es geht um Pathfinder-Angelegenheiten. Sie müssen jetzt ruhig bleiben und mir vertrauen, wenn ich Ihnen sage, dass die Sache ernst ist. Der Kommunikationsoffizier, ruhig bleiben und die Sache ernst nehmen. Verstanden. Ich habe dieses Ding irgendwo auf der Station gefunden. Ich muss wissen, was genau es macht. Natürlich, ich sehe es mir... Moment. Das ist ein Scrambler. Diese Geräte sind illegal. Woher haben Sie ihn? Das möchte ich vorerst für mich behalten. Sie erfahren es, sobald die Zeit reif ist. Oder sobald ich diesen Scrambler für Sie gehackt habe. Können Sie rausfinden, wer ihn verwendet hat? Ich brauche stichhaltige Beweise. Darauf können Sie wetten. Mit diesem Ding könnte man sich durch jede unserer Firewalls hacken. Es hat schon einen Grund, warum sie verboten sind. Tut mir leid. Ich sollte ja ruhig bleiben. Einfach tief durchatmen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie fertig sind. Jawohl, Ma'am. Mit Drag auf der Tempest reden? Warum kann ich nicht mit Drag direkt sie hier im Nebenzimmer reden? Sie haben den E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Edison. Na gut, dann gehen wir jetzt aber erstmal zu Tan ins Büro, weil da wartet auch noch irgendeine neue Quest auf uns. Es ist einfach nicht fair. Was denn? Was hast du denn, mein Freund? Entschuldigen Sie, Pathfinder, aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte. Mein bester Freund wird seit dem Aufstand vermisst. Erzählen Sie. Er war mit einer Frau zusammen, die ins Exil geschickt wurde. Sie war besessen von ihm und ich bin sicher, dass sie ihn entführt hat. Die Machthaber glauben das nicht und es ist ihnen auch egal. Sie sagen, dass er wahrscheinlich freiwillig gegangen ist. Die Liebe kann uns zu allem Möglichen bringen. Er hat sie nicht geliebt. Es war nur eine Affäre. Die Initiative hat ihn zum Verräter erklärt. Ich will nicht, dass ihm dieser Makel anhaftet. Ich will seinen Namen reinwaschen. Sanjeev Clement. Die Frau heißt Delaney Rose. Sie muss ihn nach Kadara verschleppt haben. Mal sehen, was ich tun kann. Ich stehe in ihrer Schuld. Einmal mehr auf nach Kadara. Den Ort werden wir so schnell auch nicht los, oder? Hey, Ryder. Hey, Aura. Ob Ten noch irgendwas Neues zu sagen hat. Wir haben von den Völkern der Milchstraße nichts zu befürchten. Aber haben sie uns denn etwas anzubieten? Unsere Weisheit? Das kenne ich schon. Wie ich sehe, haben ihre Wege sich mit denen von Sloane Kelly und den Exilanten gekreuzt. Ein tiefer Stachel in unserem Fleisch. Ich glaube nicht, dass irgendjemand nach Andromeda gekommen ist, um so zu leben. Die Nexus hatte daran auch ihren Anteil. Es geht um die Zukunft, Ryder. Was für eine Zivilisation werden wir in Helios begründen? Eine, die in Anarchie abgleitet? Oder eine, in der Recht und Ordnung herrschen? Ich will Letzteres. Sloane Kelly und ihre Meuterer haben sich anders entschieden. Haben Sie noch weitere Anliegen? Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Es war mir ein Vergnügen. Ich sehe eine großartige Zukunft für uns. Ich frag mich ja, ob diese kleinen Wortgeplänkel hier mit Ten und auch mit anderen in irgendeiner Art und Weise auf irgendwas Auswirkungen haben oder ob wir einfach nur, ja, eine Chance haben, irgendwas zu sagen, ohne dass sich wirklich irgendwas verändert. Hoffentlich hat BioWare in dieser Hinsicht aus Mass Effect 3 gelernt, denn in Mass Effect 3, es war schon
echt enttäuschend, dass sämtliche Entscheidungen, alles, was man im Laufe der gesamten Mass Effect Trilogie geleistet hat, dass das alles darauf hinauslief, dass man ein paar Zahlen zugeschustert kriegt und diese Zahlen dann letztendlich entscheiden, ob man gewinnt oder verliert. Das hätte man echt ein bisschen besser regeln können. Wo ist denn die? Ach, hier. Da ist die Bahn. Das heißt, wir machen uns hier mal vom Acker. Es gibt ja noch ein paar Bereiche zu erforschen. Die dann aber erst in der nächsten Folge von Mass Effect Andromeda. Bis dann.